Herr Smeers, warum haben Sie sich zur Wahl gestellt beim KHET? Erstmal möchte ich mich recht herzlich für die Nominierung bedanken und auch, dass ich das Vertrauen bekommen habe, vom Verband da mitwirken zu können. Der KHET ist der größte personenbezogene, personengebundene Verband für Krankenhaus-IT-Leiter. Und das Spektrum, was auf IT-Leiter einprasselt im Moment, seien es Gesetzgebung, seien es Anforderungen im Vergleich zu den Investitionsstaus, die viele Krankenhäuser haben, stellen die Rolle des IT-Leiters natürlich völlig anders dar. Wir haben also ganz, ganz viele Anforderungen an den IT-Leiter, denen wir als Einzelpersonen nicht gewachsen sind. Und ich sehe den KHET dort als unterstützenden Verband für die Person des IT-Leiters und da möchte ich gerne mitwirken. Welche konkreten Ziele haben Sie sich denn hierfür gesteckt? Zum einen möchte ich gerne meine Kontakte einbringen, gerade zum CIO UK, was ja auch ein großer Verband ist von IT-Leitern der Universitätsklinika, weil ich glaube, wir müssen mit einer Stimme sprechen. Wir brauchen ein größeres politisches Gewicht, gerade in Richtung der Politik, aber eben auch gegenüber dem Management der einzelnen Häuser. Das ist ein Thema, wo ich mich gerne einbringen möchte. Außerdem habe ich einen Arbeitsschwerpunkt, IT-Strategie, Projektmanagement und ich glaube, wir können an der einen oder anderen Stelle in unseren IT-Abteilungen professioneller werden. Dafür gibt es Methodiken, mit denen ich mich beschäftige und die würde ich gerne einbringen, weil ich denke, die Zusammenarbeit der einzelnen Kliniken auch auf diesem Gebiet ist sehr, sehr wichtig, um die Position des Leiters zu stärken. Und welche konkreten Schritte wird es geben in den nächsten Wochen? Ich denke, wir warten dafür erstmal die Konsolidierungsgespräche ab. Unser Vorstandsvorsitzender hat es ja schon, der Verbandsvorsitzende hat es ja schon gesagt, dass wir nochmal die Ressorts neu diskutieren bzw. neu vergeben werden. Und dann können wir sehen, welche Schwerpunkte in der Arbeit übernommen werden, von wem übernommen werden oder welchen neuen Themen wir uns widmen. Ich glaube, es gibt genug zu tun. Die ganzen Herausforderungen, die an Krankenhaus-IT gestellt werden, sind ja auch gerade in den letzten Wochen wieder sehr durch die Presse gegangen.